das kann ich nicht da oben, oder? Hört sich so an. Reicher gesperrt, die Spanne. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind definitiv Fußspuren. Das ist ein richtiger Acker. Ja, moin Leute. Glück auf, frisch auf. Von Potananda unterwegs mit dem Tippelbuddy. Wo sind wir denn, Martin? Was ist das hier? Wir sind hier im Asbachtal. Das ist das Asbachtal. Da hat man direkt Wurst. Ja, boah. Ja, Heidewitzka. Jo, wir sind unterwegs, schwülstes Wetter, gerade gestartet, es soll regnen. Da tut es auch gleich, oder macht es schon. Es rumpelt ganz verdächtig. Ja, aber trotzdem haben wir hier einen echt super netten Weg entdeckt. Und wenn ich das hier so sehe, macht das wirklich Bock auf mehr. Wenn ihr Lust habt, auf geht's, folgt uns. Wieder Wahnsinnsidylle. Kaum sind man tatsächlich, oder kaum ist man, ja, keine 5 Minuten unterwegs und schon hat an die Natur, ne? Jo, der Martin hat's erkannt. Hier waren wir natürlich schon mal wieder. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Und zwar Weitblick auf das Ruhrgebiet, ne? Das war eine Entdeckerschleife vom, wisst ihr vielleicht, hier, Neanderlandsteig. Immer wieder gute alte Bekannte. Herrlich. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet jetzt. Total klasse. Schön, ne? Beruhigend irgendwie. Sieht gerade so ein Reflex aus. Hurra, boah. Oh, ja, kennen wir. Hatten wir schon mal. Ja, bist du. Vor ein paar Tagen noch. Ja, guck mal hier, vor ein paar Tagen noch Urban Exploration und jetzt hier schon Rambo-mäßig hier auf dem Dschungelfahrt unterwegs. Nicht schlecht, aber bei ja, 100% Luftfeuchtigkeit. Boah, also anspruchsvoll, abwechslungsreich, abenteuerlich. Und wenn man das hier sieht, ist einem die ganze Schwitzerei eigentlich auch wieder total egal. Ich glaube, mit dem Donner und mit dem Regen, das hat sich auch verflüchtigt. Aber so was hier ist der Knaller. Das ist einfach der Hammer. Man sieht wieder. Wahnsinn. Ja. Schön. Tolle Runde. Gehen wir schwimmen? Hier. Würde ich gerne reinhüpfen jetzt. Komm, was ist das hier? Ein Doppelochser? Wie heißt das denn? Das sind irgendwelche Gländesprünge, das wäre nicht so nah beieinander. Tatsache, ey. Aber wirklich. Stark. Gewehrsportgruppe Hoffmann. Weiter geht's auf schmalen Faden. Hammer, ey. Oh ja, aber rutschig. Oh. Also wenn die Vegetation noch ein bisschen weiter... Oh. Ah, Rauzi. Boah, ey. Eine Offenbarung. Sag ich dir. Ja, das ist auf jeden Fall hier ein sehr, sehr abenteuerlicher Weg. Dunkel, eng. Wahnsinn. Boah. Ja, das sind schmale Pfade. Definitiv. Ja, auf jeden Fall geiler Weg. Super gut. Kann man gar nicht so viel filmen, ne? Muss man irgendwie auf, immer auf den Weg achten. So, da haben wir den Regen. Merkt man hier im Wald kaum. Aber es rumpelt, es donnert, es grummelt. Es rauscht. Es rauscht auf jeden Fall. Ja, natürlich wieder der Sauerländische Gebirgsverein. Also wenn es hart wird, sind die Jungs immer dabei. Ne? Und auf jeden Fall ist das hier der Langenberger Rundweg. Und natürlich wieder gute alte Bekannte, der Neanderlandsteig.
Sehr, sehr schön. Oh, herrlich. Jetzt merkt man erstmal, wie sehr das eigentlich plästert. Und, Obacht, das ist doch wohl herrlich, oder? Total klasse. Wir wollen. Geil. So, jetzt gibt es auch noch einen Regenrun. Ah, total gut. Herrlich, das macht ja heute richtig Spaß hier. Jetzt. Super klasse. Ja, total gut. Wasser von allen Seiten. Vor allen Dingen plätschert der Bach hier und rauscht der Regen am Blätterdach. Ach, das ist ja richtig romantisch hier. Oh. Ach, siehst du, die Knie halten auch. Voll super. So, jetzt haben wir doch tatsächlich unsere Regenhüllen für die Rucksäcke rausgeholt. Der plästert tüchtig. Ist uns aber echt schon fast egal. Weil nass sind wir ja sowieso. Indes, ich mag dieses Wort, geht es hier auf schlammigen Pfaden weiter. Ja, macht richtig Laune. Und ich setze auf jeden Fall auf Schirm. Und wenn es ganz arg kommt, Regenrock. Auch eine feine Sache. Ja, natürlich darf ja auch hier, kann gar nicht mehr reden, die Bergwertung nicht fehlen. Haben wir schon ein paar Stück gemacht. Ja, Regen ist vorbei. Immer nur kurz, lohnt sich fast gar nicht, da aufzuröhlen für. Ja, schon fast auf der Zielgeraden. Und da überrascht uns der Weg dann doch nochmal. Ah, der Martin, der sattelt nochmal um. So, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Tour. Jawohl, erstmal Kiffchen, genau so muss das. Ja, was haben wir denn? 6,5 Kilometer? 2,5 Stunden? 2, irgendwas. Also ja. Jetzt wieder nach 2. Ja. Das war 12 Stunden los. Zwei ja, war super. Richtig Bock gemacht. Also hier Asbachtal, Deilbachtal hier die Ecke. Eine super Runde und natürlich wieder alte Bekannte, den Neanderlandsteig getroffen. Das war eine tolle, abwechslungsreiche, super abenteuerliche Runde mit tollen, schmalen, dunklen Pfaden. Ja, sogar Gewitter, Regen, alles dabei gewesen. Aber ja, nichts passiert und war auch jetzt nicht wirklich bedrohlich. Aber T-Shirt schon mal durch, also nass gespitzt, ne? Sowieso. Nicht vom Regen. Jetzt heißt es erstmal raus aus den Plörren, noch mal ein bisschen was trinken, essen, ab in die Dusche. Und euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald, bis zur nächsten Tour, wenn er wieder heißt, Potterdonner unterwegs mit dem Tippelbuddy. Ciao, bis dahin. Tschüss. We'll be right back.